dieser Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, was nach 2 Tagen Ostern wird, und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuzigt werde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Glaub ich auf das Beste, auf das Beste, noch so Beste. Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu dienet dieser Hunger? Wozu, 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 wozu? Dieses fromme Weib
Der Zwölfen eine, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte ihr Gelegenheit, dass ihr ihn verriete.
am ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach Gefahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm, Judas, der ihn verriet und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's und gab's den Jüngern und sprach, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus.
gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmermehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht wird er angerät, wirst du mich dran. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und nahm zu sich Petrum und die Zwillingssöhne Zebedei und fing an zu trauen und zu zagen.
hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe diese Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder, dadurch erhebt ihr mich und alle von unserem Feinde hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt gegossen sind, hässlich stinken, weil es dem Leben Gott Kreuz und Becher.
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und bietet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum anderen Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass diese Kelch von mir nicht trinke ihn mehr. So geschehe dein Wille. Sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlaf. Und er ließ sie und ging aber mal hin und betete zum dritten Mal und redete sie selbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hin, was des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen. Siehe, ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen eine, und mit ihm eine große Schar, mit Zelten und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen würde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, warum bist du krank? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Thank you.
waren, reckte die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, dir sei durch Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte mehr denn 12 Legionen Engel? Aber die Schrift erfüllt, es muss also gehen. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als so eine Mörder, mit Schwerten und mit Stangen mich zu fallen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllet würde Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und
Thank you.
schicken ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass sie sähen, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten, und funden keine. Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu zwei falsche Zeugen und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes erbrennen, in 3 Tagen in selben stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille. Hey!
Hoffnungen stechen. Geduld, Geduld, Geduld. Antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von dann wird geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Wer hat Gott gelästert? Was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist es das Gesetz? In sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Als er aber zur Türe hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete allemal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, sprachen zu Petrus: Wahrlich, du bist auch einer jener, da hob er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte
zu ihm sagte, ehe der Hahn krähen wird, wirst du nicht dreimal verleugnen. Und ging heraus und weinte, weinte, bis
Alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und wunden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn den Landpfleger Pontius Pilato. Verdammt war zum Tode, gereihete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was gelingt uns das an? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängelte sich selbst. Aber die hohen Brüder
Blutsgeld, denn es ist Blutsgeld. Einen Töpfersackel darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acke genennet der Blutsacker. Bis auf den heutigen Tag, da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias. Er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben, Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger. Und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den Hohenpriestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht,
wie hat sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass ich auch dir Land fliege, sehr verwunderte. Fest aber hatte dir Land Pflege Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu dir Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor Anden, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe, Barabbam oder Jesum, von dem gesaget wird, ihr sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesen Gerechten? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus. Antwortete nun ihr Landflieger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn verbannen, lass ihn verbannen.
sei, dass ihr nicht schaffete, sondern dass ein viel größer Getimmel ward. Nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sieht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut ich will sie entschuldigen.
Königsknechte des Landpfleges Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugelten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: das Ruhe und schlugen damit sein Haupt. Herr, da geht es an.
Da sie an die Städte kamen, mit Namen Golgatha, das ist verdeutet, Schädelstädt, gaben sie mäßig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da ihr schmeckete, wollte ihr es nicht trinken, was ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gefolg haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten Sand.
Dies ist Jesus, der Jeren König. Und da wurden zehn Mörder mit ihm gekreuzigt, eine zur Rechten und eine zur Linken. Die aber vorüber gingen, lästeten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Desgleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Thank you.
das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: habe, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Gepriesen sei Jesus! Da einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, das sehe! Bewahrten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Und
Es waren vier Weibe da, die von ferne zu sein, die da waren nach Gefolge das Galilean und hatten ihm gedient. Unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn geben. Drücken
begraben. Ich will Jesu selbst begraben. Einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davor. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab.
des andern Tages, dir da folget nach dem Risttag, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben dir das Jesus versiegelten den Stein.